Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Sonnenschein. Live in the Woods. Ja, ich schau da immer so gern, wenn du so beim Baum stehst und in Richtung Sonne schaust, die Strahlen, das ist so mega fett geil. Ja, da könnte ich episch. Immer, ja, da könnte mir fast einer abgehen. Ja, ach, da kommt ja auch Cetus gerade. Ja, ich wollte mal gucken, was du da so getrieben hast. Genau, ja, wie es hieß, ich war noch ein Stock oben drauf. Ja, die Treppe ist jetzt bis auf Weiteres fertig. Ich habe das halt jetzt hier noch eine kleine Wand reingezimmert. Cool. Na, in der Kiste? An Kisten komme ich nie vorbei. Ah, mit Half Steps? Oh, schön. Gehst halt jetzt rum. Ich habe jetzt hier nochmal Dings reingeblockt, weil ich jetzt hier eine Wand hochziehen muss. Und da muss ich jetzt, hier brauche ich ja hier einen Untergrund, wo ich langlaufen kann. Und hier, guck mal, da hätte ich sogar eine Idee für dich, wie man das machen könnte noch. Was meinst denn du? Naja, weil ja hier jetzt so irgendwie so ein Loch drin ist. Hier so. Obwohl eigentlich, naja, vielleicht, naja, du musst aber dran denken, das hier ist mit halb ja, genau. Slabs gemacht. Da müsstest du jetzt noch einen drunter setzen hier und dann könnte ich vielleicht mit diesen Zimmermanns-Gedöns. Ja. Gibst du mir mal zwei? Bitte? Dankeschön. Warte mal kurz, jetzt muss ich hier jetzt habe ich wieder nichts dabei. Erde habe ich. Nur kurz. Nicht wundern? Ich wundere mich überhaupt nichts. Warte. Und jetzt bräuchten wir Zimmermannblöcke. Habe ich hier in der Kiste. Moment. Sehe ich keine? Ja, ich habe sie schon raus. Ich habe zwei Stück. Genau, und jetzt mit dem Hammer einmal mit rechts. Hast du einen Hammer? Wo habe ich den jetzt hin? Ich glaube, der war vorne drin. Vorne in der Kiste, genau. Ja, genau, und dann wieder mit Marble eingleichen, ja. So genau. Hatte ich davor jetzt auch schon eine Idee gehabt mit dem, irgendwas muss da mit dem Zimmermann gehen. Aber jetzt so habe ich das natürlich noch nicht gesehen. Moment, zack, zack. Zack. Genau, und jetzt hat noch Marble rein. Und dann schaut schon cool aus. Ne. Ich glaube, du kannst auch so eine Treppe reinpflanzen. Ja, geil. Also ich finde, das schaut cool aus jetzt. Okay, jetzt haben wir hier eine kleine Wand. Auf jeden Fall, naja, das ist hier immer noch so ein Loch. Aber da könnten wir dann zum Beispiel mit Zimmermann, naja, hier irgendwie so schräg rüber, aber man könnte. Ja, weiß jetzt auch. Irgendwie hast du eine andere Treppe rein irgendwie? Warte mal, wir haben hier Marble Stairs und. Marble Stairs, Marble Slab. Marmor. Ach, wir hätten Marmor nehmen sollen, nicht Marble. Hä? Nee, ja, okay, das kann man ja. Ja, Marble ist ja Marmor, aber das eine ist Underground und das andere ist auch Underground. Dann hängt es vielleicht mit dem Shader zusammen oder so. Da ändert sich manchmal die Farbzusammensetzung ein bisschen. Ja, ja, ich sehe es auch. Das kann man auf jeden Fall. Hallo! Bär, bär. Oh, das ist Panzerglas. Kann ich drauf rumhüpfen? Ja, kannst du. Ja, gut. Ich gehe jetzt mal weiter im Programm. Ich wollte mir Dings besorgen. Ihr wisst schon, Dings und so. Ach so. Ja. Dings ist immer wichtig. Okay. Er will das Loch hier. Aber ich denke mal, das sieht dann gar nicht mehr so schlimm aus, wenn du dann hier zugebaut hast. Weil es ist ja im Haus und da hat man ja solche Löcher einfach. Ja, genau. Nein, also so wie es jetzt gerade ist, ist es auf jeden Fall besser wie mit dem Schlitz. Und der Rest ist einfach Treppe halt. Normal, würde ich mal sagen. Schaut schon. Kann man schon so lassen. Okay, danke dir für deine Ergüsse. Blah, blah.
wieder abreißen, oder? Nein. Nee, Quatsch, passt schon. Hier soll übrigens irgendwann mal mein Schlafzimmer hinkommen. Das wird episch. Aber das irgendwann anders. Gut, Höhle. Höhle. Ja. Jetzt bin ich aber auch voll raus. Ach, ich wollte. Wassereimer. Nee, wollte ich nicht. Wo hab ich den schon wieder hin? Den habe ich auf jeden Fall nicht mit in den Nether genommen und habe ihn wieder zurückgetan. Wassereimer? Wo ist der hin? Ja, das ist ja jetzt dann doof hier, muss ich echt gestehen. Nein, wo ist er hin? Müsste ich höchstens. Ich probiere es einfach mal aus. Okay. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, mein Zeug kommt irgendwie weg. Was suchst denn du? Mein Wassereimer. Achso, ne, gut. Da hätte ja sein können, dass ich irgendwas genommen habe vor uns, was du jetzt nicht unbedingt so gepeilt hast. Nee. Goldbahn. Kann man auch einen Goldeimer machen? Nee. Das wäre mal was. Wo habe ich denn den hin? Den wollte ich mal mit in Nether rübernehmen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, da verdampft das sowieso. Und dann habe ich ihn irgendwo reingelegt. Und so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Markus! Ja, normalerweise schon, aber da bin ich mir sicher, dass ich den selber verschlammt habe. Wahrscheinlich die meiste Zeit. Der Markus ist eigentlich gar nicht nie dran schuld, sondern immer ich selber, aber ich schieb's halt gern auf die anderen. Aha, so eine Scheiße. Jetzt habe ich nicht mal mehr Eisen. Okay, jetzt muss ich was probieren. Jetzt müssen wir was probieren, weil das ja jetzt hier eine kleine Ecke wird, weil ich will ja hier trotzdem noch gerne langlaufen. Und das wird jetzt etwas. Ja, mal gucken. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass in der Höhle, wo ich mein letztes Obsidian her habe, oh, da warten sie schon wieder die Piranhas, haut ab, dass da noch genug Obsidian übrig war. Kann mich leider nicht mehr dran erinnern. Nein. Mann, da hinten war die irgendwo, die Höhle. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Was hat denn deine Frau zu meinem kleinen Schildchen gesagt? Wer war das? Echt? Oh, da hat man gedacht, das ist mal nett. Abreißen. Sofort abreißen. Wie geht das? Das hat sie echt? Ja. Ja, so ähnlich. Keine Ahnung. Nee, so schlimm war es nicht, aber so in der Art. Scheiße, wo habe ich denn mein Obsidian her gehabt? Hier habe ich bloß Steine abgebaut. So, machen wir jetzt hier so. Nee, ich muss das ja. Ach, stimmt. Ich muss das vorholen. Ach, jetzt habe ich es wieder. Wird schon wieder Nacht. Du hast ein Bett in deiner Nähe, oder? Hab ich. Könnten wir uns dann gleich mal schlafen legen. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch irgendwo Eisenerz rumliegen habe. Oder ich hol's mir schnell im Nether, weil da weiß ich, dass ich Eisen habe. Bin gleich wieder da. Okay. Eigentlich könntest du dich jetzt schlafen legen. Ach, bist schon drin. Ja. Mach ich mal. Das mach ich doch mal fix, wenn du das sagst. So, okay. Ich frage mich echt, wo ich den Eimer hin hab. Keine Ahnung. Ihr wisst aber, was ich hier vorhabe, ne? Das sieht man schon, oder? Sieht man das? Nein. Ach, du hast richtig. Schön, hast schon geschlafen, gut. Wasser. Wasser.
Schnörpel die Schnöpf. Ach, wenn es nicht immer alles so kompliziert wäre. Da braucht man immer schon 20 Minuten, um ein Vorhaben umzusetzen. Da kann man sich zusammenrechnen, wie viele Jahre wir hier noch brauchen, bis wir mit allen fertig sind. Oh, das hat ja auch, das hat ja aber auch was Gutes. Ja, das stimmt. Ihr habt uns noch sehr lange an der Backe. Ja, aber manchmal würden wir es schon selber gern haben, dass es alles ein bisschen vorwärts geht, aber ist halt nun mal so. Ja, man muss ja auch immer so ein bisschen nebenbei auch mal überlegen, wie man was am besten macht und tut und das kommt halt nicht von alleine. Gerade jetzt das hier ist jetzt eigentlich auch wieder ein sinnloses ein Rumgeknubbel, wie ich das am besten so hinkriege, dass es eben zum ganzen Großen und Ganzen irgendwo passt und trotzdem nicht auffällt. Ja, und trotzdem passt halt. So, jetzt wieder keine Sticks dabei. Jetzt muss ich hier wieder reinbauen. Irgendwas fehlt immer, das gibt's doch nicht. Warte mal, wenn ich mal die Fackel hier kurz abbaue. Ich will einfach nur ein bisschen Licht machen. So, hier ein Licht und da ein Licht. So. Immer noch so finster. Also die Shader echt. Und irgendwas läuft hier rum. Ich glaube, das ist der Tausendfüßler da hinten. Aber es macht mich nervös. Denk ich mal, das ist ein Creeper. Okay, ich muss wieder Holz fällen gehen. Ich werde es aber jetzt einfach machen. Im Wald drüben und einfach neue Bäume hinpflanzen. Ja, da fallen ja dann sowieso die Dings runter, ne? Die. Theoretisch, ja. Wenn nicht, baue ich schon wieder hin. Ich hab auch dem Markus seinen komplett abgeholzten Wald schon wieder hingepflanzt. Weil da brauche ich nicht so weit laufen, da schwimme ich ja bloß mal ganz kurz rüber. Über den Pool. Aber ich kann ja wenigstens mal ein bisschen weiter reingehen in den Wald, dass es gar nicht so weiter auffällt. Jetzt habe ich mal in die Lava reingeschaut. Jetzt hast du mich so ganz klein wenig erschrocken. Ich hab mich selber von mir erschrocken. Ich wäre jetzt gerade beinahe vom Stuhl runtergefallen. Okay. Puh, 19 Stück, das muss jetzt lang. Carpenter-Blöcke brauchen wir sowieso, von daher. Und da unten. Bam, bam, ich jetzt wieder bam, bam. Viel Holz mitnehmen. Und zu Glück habe ich ja Holz vor der Hütte. Oh, was denn jetzt? Inftweak. Beim Ausführen des automatischen Auffüllens. Hä? Hä? Was? Das ist geil. Ja, hier ist ein herzblättriger Wickelwurz. Den muss ich mitnehmen. Hä? Der geht kaputt? Nee, da ist er. Ein herzblättriger Wickelwurz. Das ist mal ein Zungenbrecher. Okay. So. Reicht das? 18. Klingt nicht viel, wir werden sehen. Ich habe auf jeden Fall keine Axt mehr mit. Ja, kleeblattförmiger Wickelwurz. Ach, hast du auch gefunden? Nee, hast du gerade. Ich versuche das bloß nachzusprechen und das ohne so. Fehler. Nee, das war nicht Kleeblatt, sondern. Jetzt muss ich selber nochmal nachschauen. Ich stelle sowieso hier vor meiner Haustür auf. Warte mal, wo ist er denn? Hä? Da. Herzblättriger Wickelwurz. Herzblättriger Wickelwurz. Musst du aufpassen, dass du den Furz fällst. So, hier noch. Und meiner Holden setze ich es auch noch vor die Tür. Ach, was mache ich denn wieder für eine Kacke? Ich glaube, da muss mal ein Dach hin auf das Haus hier. Ja, bei mir hat sich ja zum Glück mit dem Dach erledigt. Ja, das stimmt. Du möchtest es ja gerne so haben. Das wird geil!
Ich hoffe, dass es hier auch so geil wird, weil ja das eine ganz andere Form ist von dem Haus. Wie ja, ich ja, das nochmal gesagt habe. Aber das ist ja eigentlich wurscht. Du kannst ja mehrere nebeneinander machen. Und wir können jetzt so richtig in Rätseln sprechen, weil die Leute wissen ja alle nicht, was wir meinen. Genau, das ist ja das Schöne. Und deswegen reden wir auch in Rätseln. So. Alles hier rein. Ja, ich fälle Holz. Spannend. Nein, jetzt habe ich den Pfeil weggelegt. Ich habe wieder mal das Spannendste eigentlich an so einem kompletten, an so einer kompletten Aufnahme. Holzfällen, das ist wundervoll. Beschäftigung für. Ich glaube, das ist so eine Beruhigungstherapie. Dann noch besser ist Stein abbauen. Ja. Na, Holzfällen hat ja was von Lagerfeuer, weil im Lagerfeuer tust du ja auch Holz kaputt machen. Okay, da war das schlecht. Der war schlecht, ich geb's ja zu. Ich geb's zu. Nein. Ich war bloß gerade total abwesend. Ich habe gar nicht zugehört, wenn ich ehrlich bin. Weil. Ah! Feuerzeug. Jetzt hätte ich beinahe. Das ist nämlich genau die Geschichte. Wir brauchen sowieso einen Haufen von den Carpenters. Na, wisst schon. Die Blöcke. Nein. Von daher basteln wir uns gleich haufenweise. Ich muss irgendwo ein Feuerzeug noch liegen haben. Ich will jetzt endlich das Portal bauen. Mach ich. Ich muss das da und das da und das muss ich. Wieso habe ich denn da noch eine Kiste drin? Irgendwas hatte ich vorgehabt. Irgendwas hatte ich vorgehabt mit meiner Kiste, die ich da drin rumgekistet habe. Feuerzeug. Ach, dann baue ich mir halt ein neues. Echt. Irgendwie kommt mein ganzes Zeug abhanden und ich weiß nicht wohin. Das ist schlimm. Mega schlimm. Wir kommen ein bisschen Eisen können wir hier lassen. Es geht nicht, wie ich das mir so vorgestellt habe. Hui. Weil dann links und rechts ein Platz ist. Ein Blatt oder ein Platz? Ein Platz. Aha. Aber ich kann nicht. Na Moment. Was halt nehmen wir mit? So, und jetzt endlich kann ich mich auf den Weg machen. Nicht zu Ende überlegt, meine Sache, die ich jetzt hier gerade mache, aber. Ich hab's genau gewusst. Hast du es nicht zu Ende überlegt hab? Ich werde wieder angegriffen. Achso. Aber warum? Ich habe doch den Pfeil mitgenommen. Sei doch mal ruhig. Blödes Drecksvieh. Also habe ich das doch dort und so gemacht. Dann ist es ja eigentlich ganz gut. Boah. Wenn das nicht so laut wäre, ey. So, wo ist jetzt mein Pfeil hin? Genau, ich habe den Pfeil nicht mit dabei. Ist klar. Mir ist auch egal. So, machen wir das noch ein bisschen. Lasst mir einfach meinen Frieden. Klösisch. Da ist auch überall geschossen worden. So, aber hier muss ich trotzdem jetzt genauso ausbessern. Da kommen wir nicht drum rum. Zur Vervollständigung der ganzen Sache. Bist du noch im Nether? Irgendwann mal. Ja, schon wieder. Und ich, keine Ahnung, mein Adrenalinspiegel, der ist für heute gesättigt langsam. Jetzt habe ich schon wieder meinen Pfeil vergessen, verstehst du?
Jetzt haben mich die Viecher wieder angegriffen und ich konnte nicht zurück angreifen. Aber ich will natürlich auch irgendwann mal das Portal bauen, was der eigentliche Hauptgrund war, warum ich hier runter bin. Und das werde ich jetzt machen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich glaube, ich baue so weiter. Oder sieht es dann doof aus? Warte mal, wenn ich jetzt hier... Ich komme nicht raus. Ah, kann ich auch so machen. Wenn ich jetzt hier Glas reinbaue, sieht es zwar komisch aus, aber und Fackeln habe ich auch nicht mitgenommen. Ey, was bin ich denn für ein Dödel? Wiss nicht. Aua, und ich werde angegriffen und... Was war denn das jetzt? Ich kann meine Maus nicht mehr bewegen. Hallo? Hallo? Jetzt. Genau, was zum Essen habe ich auch nicht dabei. Du bist der Shit, Cedes. Du bist der Shit. So. Bist du immer noch im Nasser, ne? Weil ich muss mal ganz fix schlafen gehen und... Ja. Ach, jetzt weiß ich auch, was du meintest mit dem dreimal auf Holz klopfen ist gut, weil da war die Errungenschaft. Ja, habe ich gesehen unten im Chat. Ja, eben. So gut. Ich will aber da hinten das Portal bauen. Warum lungert da jetzt dieses Drecksviech darum? Mann, ey. Lass mich in Ruhe. Da steht ein Zombie vor der Tür und verbrennt. Oh, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Gut, von oben lässt sich jetzt streiten. Nö, geht schon. Aber man kann ja, glaube ich... Das Portal baue ich jetzt einfach hier hin. Mit diesen tollen Carpenter-Blöcken. Jetzt lass mich in Ruhe. Nee, geht nicht. So, jetzt haben wir so einen kleinen Durchgang. Ja, so wollte ich das haben, so wollte ich das sehen. So machen wir das. Ich ziehe, glaube ich, das mit dem Fenster hier die ganze Seite rum. Glaube ich zumindest. Bin mir noch nicht so einig. Ich mach das aber. Doch, ich mach das. Ich zieh das voll durch. Nein, jetzt habe ich es zu klein gemacht. Ich werde verrückt. Mann, hier sieht man aber auch nichts. Holz! 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 Wurz? Nein! Ach! Jetzt habe ich natürlich wieder alles. Na, so eine Gacke aber auch. So, geht's jetzt? Ja! Na, endlich! Und ab geht die Post! Endlich! Was machst du da eigentlich? Internal Server Error. Na toll. Scheiße, was ist jetzt passiert? Genau. Nein! Ach komm. Was machst du? Hä? Okay. Ist der Server abgeschmiert? Ja. Toll. Super. Ach, die Folge ist sowieso rum. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann machen wir auch gleich Schluss. Jo, ciao, bis dann. Tschüss.